Herzlich willkommen zurück zu Baphomets Fluch 5. Ja, wir sind unterwegs mit der Nico. Wir sind in so einem Gnostikerschrein gelandet. Und wir haben eine Leiche gefunden, der George beim letzten Mal rumgestochert hat. Naja, wir werden uns einmal umsehen, wie wir hier wieder rauskommen, weil wir stecken fest. Mal wieder. Ja, das wird spannend. Okay, dann schauen wir uns das erstmal alles an. Ich weiß nicht, fangen wir hier bei der Tür an? Ich glaube, da werden wir eh nichts machen können, weil wir erstmal herausfinden müssen, welches Mechanismus dahinter steckt. Die Steintür hatte sich hinter uns geschlossen. Okay, wir haben hier ein Relief. Eine Figurengruppe blickte nach oben zur Tabula. Mhm. Sie waren alle rot. So etwas hatte ich schon mal gesehen. Hast du? Wo? Eine große Abbildung des Symbols der Tabula Veritatis. Es sah aus, als beteten all die anderen Figuren der Szene zu dem Symbol. Also sind wir da ja wenigstens schon mal richtig, ne? Die Figur war einmal grün gewesen. Ich fragte mich, ob das eine Abbildung Jehovas war. Von der Figur blätterte blaue Farbe ab. Ob das eine Abbildung Luzifers war? Die Säule hatte die Form eines Baumes und war grün bemalt. Ich wusste, das sollte der Baum des Lebens sein. Die Säule war wie ein Baum geformt und blau bemalt. Ich glaube, das sollte den Baum des Wissens darstellen. Auf dem Sockel waren alte Kratzspuren, als hätte jemand die Statue bewegt. Bin ich sicher, dass das Maria Magdalena ist? Klar, die roten Roben. Das passt alles. Die Madonna würde blau tragen. Wer ist denn das Kind? Nun, den gnostischen Evangelien zufolge hat Maria, als sie die Lippen Jesu küsste, Oh, verstehe. Jep. Die Gnostiker glauben also, der Säugling sei... Sieht so aus. Okay. So... Design. Warte mal, Lampe. Da haben wir rumgestochert, ne? Die haben wir ja angemacht. Die verschnörkelte Lampe war nähere Betrachtung wert. Denen war nicht untätig gewesen, ehe er sich das Licht ausgeblasen hatte. Was er wohl vorgehabt hatte. Ein alter Handscheinwerfer. Er hatte wohl etwa zur selben Zeit den Geist aufgegeben wie Genen. Es war eine alte Feldflasche. Sie war schon lange leer getrunken worden. Ex luce veritas, durch Licht zur Wahrheit. Dieselben Worte hatte ich auf dem Fresko in Castel del Sanz gesehen. Also haben wir wieder irgendein Lichterrätsel? Der eiserne Ring saß in einem verschnörkelten Rahmen um die Öllampe. Ah, müssen wir da vielleicht was einsetzen? Oh, es war das Foto einer alten Tontafel. Genen hatte etwas draufgeschrieben. Jemand, vermutlich Genen, hatte sich die Zeit genommen, die Symbole zu entziffern. Auf den ersten Blick schien es um die Heldentaten eines gewissen Sonnenkönigs zu gehen. Oh nein. Okay, ich glaube, ich sollte das schon mal abfotografieren, weil wir das bestimmt gleich brauchen, um es etwas zu entziffern. Zum Glück gibt es Handys. Ja. Also Sonnenkönig, drei Königreiche, Bergreich, Sonnenstadtreich, Zweistromreich, Volk auf Reisen sehen, aufsteigende Stadt, Feindgotthaus, der Sonnenkönig sah, vier Siege, Sonnenuntergangsberg, Strom aus Blut. Der hat hier drei nicht. Ah, das steht auch. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet Ip-Lu-Ab. Feindgotthaus. Ah, okay. Wohl der Tempel einer feindlichen Gottheit? Sagt er zu allem etwas? Wenn die Übersetzung richtig ist, ist das Symbol Laon der Sonnenkönig. Wenn der Rest der Übersetzung etwas taugt, scheint der ja ein ziemlicher Fiesling gewesen zu sein. Aha. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Ip-On-Xe drei Königreiche. Okay, wir haben erstmal diese ganzen Zeichen.
Nico. Was? Ist das etwa das, wofür ich es halte? Das musste die Tabula Veritatis sein. Genen hatte sie also doch gefunden. Ich dachte, das wäre ein Tablett. Sie wirkte so klein, so unschuldig. Warum hatte Simeon sie böse genannt? Warum waren so viele dafür gestorben? Und warum all die Mühe, sie versteckt zu halten? Außer sie war tatsächlich so gefährlich, wie Simeon behauptet hat. Die Frage ist jetzt, was machen wir damit? Wahrheit bis ins Grab. Du hast die Tafel der Wahrheit gefunden. Was steht Ex denn? Luce Veritas. So, das Licht zur Wahrheit, das hatten wir. Ein Filzhut, genau wie der in Genens Truhe im Kastell. Die Jahre waren nicht spurlos daran vorübergegangen. Ich hob die alte Pistole auf. Sie war so stark verrostet, dass sie nie wieder schießen würde. Ich zog die Karte unter dem Arm des Toten hervor. Sah aus, als habe Genen eine Art Testament auf seine Karte gekritzelt. Freunde, ich weiß, dass ihr mich irgendwann findet, aber bis dahin ist es zu spät. Ich habe die Tabula enträtselt und weiß, unser Schicksal liegt im Paradies. Wir haben den Schlüssel zu Gottes Macht. Wenn ich jetzt sterbe, dann in dem Wissen, dass ihr meine Arbeit vollenden könnt. Sagt meinen Lieben, dass ich in Ausübung meiner Pflicht starb und mein Leben mit Freuden der Sache opferte. Im Licht des Tages verblassen diese Worte wie unsere Seelen. Doch seid versichert, ihr Echo wird uns an den Ort führen, wo wir uns dereinst wiedersehen. Ich bin nicht sicher, aber der schlaue alte Genen hat in seinem Testament wohl eine Geheimbotschaft hinterlassen. Hat er das? Also wir haben hier das A ist dick, das B ist dick, das C ist dick, glaube ich, wieder D und E. What? Ah, hier ist noch ein A. Ab, ab, A, B, C, D, A, B, C, D, E. Das ist einfach nach dem Alphabet. A, B, C, D, E. I don't know. Das musste Genen sein. Dann war sein Leichnam schon seit Jahrzehnten hier. An der Seite seines Kopfes war ein Einschussloch. Er hatte hier festgesessen wie wir und hatte den Freitod gewählt. Vielleicht kann man hier was reinpacken. Das Medaillon passte genau in die Fassung. Boah, jetzt sieh dir das mal an. Das Licht vom Medaillon fällt auf diese blaue Figur. Das könnte unsere Fahrkarte nach draußen sein. Wenn du recht hast, erklärt das, warum Genen nicht rauskam. Er hatte das Medaillon nicht. Aber da sind noch zwei weitere. Also, wir haben nur ein Medaillon. Oder muss man das auch irgendwie hier reinpacken? Das wäre nutzlos. Ja, ich wusste es. Einmal dahin, einmal hierhin. Oh, und einmal auf ihn. Ah, nee, auf die Leute. Können wir die Statue bewegen? Ich gab der Statue einen Schubs und sie drehte sich gegen den Uhrzeigersinn. Was haben wir denn hier noch? Eine Säule? Die hatten nicht mehr angeguckt, ne? Ich glaube, das sollte den Baum des... Baum des Lebens, Baum des Wissens, die zwei Figuren, die Tableauschnitzerei, Relief. Und ich muss wahrscheinlich... Oh, was ist das mit dem Tisch? Achso, ich kann da wahrscheinlich die Nahaufnahme machen, ne? Ja, habe ich mir auch gedacht. Ich schätze mal, die Tabula zu finden war der einfache Teil. Ja. Ihren Zweck herauszufinden war eine andere Sache. Wahrscheinlich muss ich diese Symbole entziffern. Der waagerechte Balken der Tabula zeigte eine Reihe Symbole. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel.
So, ich sag euch mal, was das ist. Ich habe ja das Foto gemacht. Zuerst ist da dieser Strich. Dieser Strich, der wie so ein Werkzeug aussieht. Das hier. Was ist das? Ich erkenne ihn nicht mal. Das fängt ja gut an. Weiß ich nicht. Was ist das zweite? Toll. Ist das vielleicht der eine Sonnenstadtreich? Ah, warte mal, Leute. Mir fällt gerade was ein, jetzt wo ich das sehe. Geh ins Kater, hatte doch dieses A, B, C, D, ne? A, B, C, D, ne? E, A, B, C, D, E. Und hier auf dem, wo ist sie, das Foto? Der Übersetzung zufolge hatte irgendein Sonnenkönig die Tabula Veritatis früher in seinem Besitz gehabt. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Ja. Und guck mal, hier stehen die roten A, B, C, D, E. Na, also es fängt mit A an, also Sonnenstadtreich. Wenn Genens Übersetzung stimmt, steht La Hak Se für das Sonnenstadtreich. Zu diesem Symbol hatte Genen ein rotes A geschrieben. Und dann kam brennende Feindstadt. Shi Xe ist mit Bergreich übersetzt. Neben das Symbol hatte Genen den Buchstaben B geschrieben. Dann C. Du A Xe bedeutet anscheinend Zweistromreich. Dann D. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet La Yi Shi Sonnenuntergangsberg. Klingt wie ein Fahrgeschäft in einem Vergnügungspark. Und dann kommt E. Wenn Genens Übersetzung stimmt, bedeutet das Symbol Yuha, etwa aufsteigende Stadt. Neben dieses Symbol hatte Genen den Buchstaben E geschrieben. Muss ich das irgendwie verbinden? Hat das irgendeine Bedeutung? Ich schätze mal, die Tabula zu finden, war der einfache Teil. Ihren Zweck herauszufinden, war eine andere Sache. Die Sache ist die... Das muss ich da irgendwie draufklicken? Der senkrechte Balken der Tabula wies eine Reihe sonderbarer Symbole auf. Diese Symbole waren genau wie die auf dem Foto von der Tontafel. Wenn ich die erkenne, das... Warte mal, A ist das hier dann. Dann ist B. B ist so ein Dreieck mit zwei Strichen. Ich sehe aber kein Dreieck mit zwei Strichen. Doch, da ist ein Dreieck. Das ist aber kein Dreieck. Nein, das ist es nicht. Oder? Vielleicht. Dann könnte das hier A, B, C und... Nee, die sehen alle ein bisschen anders aus. Ich erkenne es nicht. Vor allen Dingen weiß ich nicht, was mir das bringen soll, selbst wenn ich die herausfinde. Kann ich irgendwas damit machen? Eine große Abbildung des Symbols der Tabula Veritatis. Ich gab der Statue noch einen Stoß.
Wie oft kann ich sie denn drehen? Kann ich sie einfach in der Runde drehen? Okay, gab es noch irgendwelche Hinweise in den anderen Texten? Das war eine alte, rostige Pistole. Kann ich die irgendwie da reinpacken? Das würde niemals klappen. Nein, okay. Hatten wir hier noch was? Reines Licht, weißes Licht, reines Licht wird siegen. Das waren doch auch alles in diese Richtung. Blicken der aufgehenden Sonne zum Baum des Wissens. Das war ja alles andere Sachen, ne? Das wird uns da wahrscheinlich nicht weiterhelfen. Bei der Zeichnung hier auch nicht wirklich. Und ja. Die Symbole auf der Tafel ähnelten denen auf der Vorderseite der Tabula Veritatis. Sorry, ich muss mich hier ein bisschen umsetzen. Ich bin verwirrt. Ich weiß es nicht. Weil ich hätte jetzt die Reihenfolge hätte ich tatsächlich dann gemacht. Dann A, B, C, wo ist D und E. Aber was bringt mir diese Reihenfolge? Das ist die Frage. Ich schätze mal, die Tabula zu finden war der einfache Teil. Ihren Zweck herauszufinden war eine andere Sache. Ich brauche einen Tipp. Ja, ich habe die Tabula. Was jetzt? Wundervoller Tipp. Hol die Karte unter Gens Arm hervor. Vielleicht ist sein Satz im Licht des Tages verblassen diese Worte ja ein Hinweis. Im Licht des Tages verblassen diese Worte. Also muss ich dahin das Licht navigieren, wo die richtigen Worte sind? Hä, aber das ergibt keinen Sinn, weil ich ja... Wohin mit diesem Ding? Das würde nicht funktionieren. Weil das ist ja auch noch die Sache. Ich habe die Tafel, aber ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich habe keinen blassen Schimmer. Das würde nie funktionieren. Tja, Leute, ich glaube, ich sitze jetzt hier ein bisschen bei diesem Rätsel leicht fest. Ich mache hier erstmal einen Cut. Wenn ihr eine Idee habt, könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben. Ja... Aber da habe ich jetzt ein bisschen was zum Knobeln, ne? Also wäre nett, wenn ihr mir in die Kommentare so Hinweise schreibt. Also nicht gleich die Lösung, weil dann freue ich mich auch ein bisschen mehr, wenn ich dann auch so einen Aha-Moment habe, ne? Ja, aber naja, ich würde an dieser Stelle dann wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.